Ja, moin Jungs, Seiro wieder am Start. Heute mit dem zweiten Teil von Pack Opening. Mit Isco, mit De Bruyne, mit Yarmolenko, mit Kane und noch so ein paar anderen. Hauptsache, wir kriegen überhaupt mal einen in Form, das wäre schon eine Granate. 5000 FIFA Points können wir jetzt in Gold Packs öffnen. Es sind keine Bonus-Sets dabei, oder? Nee. Gut, ich würde sagen, ohne Umschweife fangen wir an. Wird eine lange Folge, werde ich jetzt schon sagen. Erstes Pack schon mal wenigstens ein Rare-Spieler, das ist ja schon mal etwas. Auch wenn es ein absolut schlechter ist. Insua sogar schon doppelt. Ja, wieder 1400 Münzen. Also ich bezweifle sogar, dass wir hier die 100.000 bekommen. Das ist schon bitter. Für 70 Euro. Ach komm. Diese Spieler werden wir immer überspringen. Kevin Campbell, den brauche ich sogar vielleicht, weil ich Bundesligaspieler momentan brauche, markierte an Verein. Wenn ich keine Verwendung mehr habe, verkaufe ich natürlich, aber ja, was soll ich sagen? Ich bin bis jetzt nicht begeistert. Muss man. Wow, mal wieder kein Rare. Doch ein Rare Silver Spieler. Yay. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, überhaupt was zu sagen, weil das einfach so schlecht ist. Ich habe noch nie so viel Pech. Wow, Adam Carroll, Junge. Ach du liebe Zeit. Ja. Ist jetzt nicht das, was wir wollen. Ja, nee. Kann ich nichts zu sagen. Mann, Spanien, Torwart. Ja, von Moya. Ja, aus der dritten Liga ein Spieler. Bitte verschont mich damit. Hoffenheimer Auswärtstrikot. Oh, gut, das brauchen wir jetzt nicht, auch wenn wir Hoffenheim-Fan sind. Das ist, glaube ich, zu eintönig. Das Heimtrikot sieht gut aus, aber das Auswärtstrikot ist halt einfach nur in weiß gehalten. Ich versuch's mal mit. Ach du lieber Himmel, mit was zu trinken gerade. Perega, jawohl. Skip. Wow, noch ein Leihspieler-Set. Die können wir am Ende mal einlösen, aber da wird ja nichts Gescheites bei rauskommen. Ist das right mit Roma nicht zu fassen? Nicht zu fassen. Debussy von Arsenal. Ich mag Arsenal, aber nicht Debussy. Ja, immer noch kein Packlack. Müsste sich so langsam mal ändern. Ja. Total hat sich das jetzt geändert. Wow. Immerhin das Wembley, das behalten wir mal. Ich weiß gar nicht, ob das was wert ist. Ich würde jetzt aber einfach mal tippen, nein. Und wir machen ein Leave the Room Pack. Ich muss mal gerade meine Tür aufmachen, damit wir auch schneller rauskommen. FIFA Points, bis gleich.
Patrice Eva. Okay. Okay. Also jetzt muss ich ein bisschen durchschnaufen. Ich schaue nicht hin. Wir schauen von hinten uns das Pack an. Ich sehe es nicht. Ach, Consigli. Und 1000 FIFA-Münzen, okay. Das ist dann schon mal wieder was, was man mal nehmen kann. 1000 Münzen nimmt man mal mit. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen einen Inform-Spieler. Wir wollen Inform De Bruyne. Mehr wollen wir doch gar nicht. Ach, leckt mich doch am Zückerli. Nur Schlechtes. Also es gibt keinen Spieler, der halbwegs überhaupt gut ist. FIFA, danke. Danke für diese Geldverschwendung. Wir müssen jetzt mal dran glauben. Ja. Der wird dezent nichts wert sein. Man nimmt trotzdem mal auf der Transferliste, nicht, dass wir da vielleicht was verpassen. Haha, wir verpassen da eh nichts. Wieder 2000 Münzen verballert und einfach 16.000 Münzen. Und wieder ein Non-Rare-Spieler. Ja, da feiert sich FIFA. Ein Vertrag. Ein fucking Vertrag. Wenigstens vier Spieler, die bringen wenigstens ein bisschen Gold. Ein Vertrag. Buh. Nee, auch nicht. Mann, ich will auch mal FIFA Packlack haben. Jetzt haben wir aber richtig viele Spieler gezogen, das schon mal was Schönes. 2000 Münzen, das erste Pack, was 2000 Münzen bringt. Herzlichen Glückwunsch. Das sieht so spektakulär aus und dann ist das eine Non-Rare. Stürmer zum Mittelsteuer, das war auch kein Mensch. So, ich muss noch mal einen Schluck trinken, ich bin ein bisschen erkältet. So, schon besser. Wieder Non-Rare. Bei mir schreibt gerade einer in der Line-Gruppe mega Luck gerade bei Clash Royale. Ja, ich habe weder bei Clash Royale noch hier Luck. Apropos Clash Royale, da ich das gerade sehe, ich werde darüber auch Videos machen. Ich bin kein Pro oder sowas, ich bin einfach nur ein ganz normaler Spieler. Ein sogar eher mittelmäßiger Spieler. Aber man kann ja immer mal gucken. Carlos Bacca, den habe ich letztes Jahr noch gefeiert. Dieses Jahr nicht mehr. Hat Palermo noch diese pinken Trikots? Jawohl. Männlichkeit wird da groß geschrieben. ...2150, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir noch übrig. Oh, das tut weh. Natürlich werden wir durch diese Team-Fitness, glaube ich, noch ab und zu ein bisschen Münzen machen, aber na, 100.000 wird schwer, wenn wir nichts Gutes mehr ziehen. De Bruyne in Form, bitte.
Wow, wer ist das? Ach du Liebe. Eieieiei. Es gibt gute argentinische Spieler und es gibt dich, mein Freund. Das King-Fahrt-Stadion, das mag ich auch. In La Spezia, da war ich sogar schon im Stadion. Beziehungsweise am Stadion, im Stadion leider nicht. Sah auf jeden Fall cool aus. Nur so eine kleine Geschichte am Rande bei diesen wunderschönen Packs hier. Nee, auch nix. Aber nee, nicht mehr erwarten. Okay, Florenzi, okay. Es gab schon schlimmere. Es gab definitiv schon schlimmere. Aber es gab tatsächlich bei vielen anderen Menschen außer bei mir auch schon bessere Packs. Wir brauchen Inform und kriegen ein Non-Rare. Klar, was sonst? Ja, tut mir leid, dass ich keinen Packlack habe und es gibt natürlich auch keine Sets vom FIFA, die irgendwas bewirken können. Ah, wieder Non-Rare. Meine Güte. Ja, also ich glaube, FIFA-Aufnahmevideos werden, also vom Pack-Opening ja nicht so viele kommen, weil ich bin jetzt keiner, der da unendlich viel Geld reinsteckt. Das war jetzt schon mal eine Ausnahme, dass ich das gemacht habe. Auf zwei Folgen verteilt. Ah, stürzt jetzt FIFA ab. Nee. Gut. Dritte Non-Rare Folge. Ich brech ab. Verträge. Ah. Ach, da waren wir jetzt genug. Was soll ich dazu sagen? Ich wollte mir ein schönes Team zusammenbauen, damit ich schon alles am Anfang habe. Immerhin ein Rechtsverteidiger, das ist Mitchell Weiser? Also ihr hört meine Verwunderung raus, dass Mitchell Weiser ein Außenverteidiger sein soll. Na klar, er spielt bei Hertha relativ weit hinten, aber das war halt gar keinen Sinn. Naja. Non-Rare! Ach komm, meine Google Play Karten, ne, meine, oh, jetzt habe ich schon Werbung für Google gemacht. Meine PlayStation Store Karten fliegen hier mal eben schnell durchs Zimmer. Einfach aus dem Geld geworfenes Fenster. Ja, das Spiel macht mich verrückt. Aus dem Fenster geworfenes Geld. Oh mein Gott, ey. Also ich glaube, ich werde diese Folgen Packluck das erste und Packluck das zweite nennen. Clickbait incoming. Nein, natürlich nicht. Das ist nicht mein Ziel. Ich mache das gerade hier aus purem Spaß. Habe ja schon ewig nichts mehr auf dem Kanal hochgeladen. Ich weiß gar nicht, ob ich es auf meinem alten Kanal hochladen werde oder ob ich mir für diese qualitativ besseren Videos einen neuen machen werde. Also das Einzige, was qualitativ hier nicht gut hochwertig ist, sind diese rotzigen Packs, diese richtig ranzigen Packs, die wir jetzt ziehen. Das ist ja nicht mehr zu fassen. Nose Pack. Ja, eine seltene Karte aus dem Nose Pack. Linksverteidiger, oh Gott, Erkin, yay, rette dich willkommen.
Ich schüttel mit dem Kopf. Alle schütteln. Das lassen wir jetzt mal schön sein. Wir schaffen die 100.000 Münzen nicht. Es sei denn, jetzt kommt noch ein Hammer. Skip Pack. Premium Gold Set Packs, danach kommen noch diese zwei kleinen und dann haben wir ja noch die Live-Spieler Sets. Ja, es geht grandios weiter. Fernandes. Ich ziehe jetzt meine Brille auf. Damit ich den besseren Durchblick habe und sehe, dass da jetzt was Gutes drin ist. Im vorletzten Pack. Nebenbei trinke ich mal was. Ja, Zielinski ist kein guter Spieler. Nein, ist kein guter Spieler. Admir Memedi an den Verein. Dann haben wir schon mal ein deutsches Bundesliga-Team. Yeah. Ich bin stolz auf mich. Ich glaube, für 68.000 Münzen kann ich mir nicht mal einen Spieler kaufen. Müssen wir leider ein bisschen spielen. Aber nicht mehr heute. Oh, jetzt will FIFA mich nicht mehr lassen. Komm schon, das ist das letzte Pack. Ah, ich guck nicht hin. Nicht, das ist ein Neuer Pack, oder? Oh, Perez. Ich dachte, als ich die Fahne eben gesehen habe, das ist Robben. Aber warum denke ich eigentlich so positiv von FIFA? Hey, was welchen so markierte an Verein? Ja, jetzt kommen noch vier Packs, nämlich zwei dieser normalen Packs oder die kosten glaube 100, ne? Ja, genau. Zwei 5K Packs und die zwei Live-Spieler Sets. Danke, EA. Danke. Ja, da brauchen wir uns jetzt nicht wundern, dass da keine Rare-Spieler rauskommen. Tausend Münzen trotzdem, wir kriegen genauso viele Münzen wie in einem anderen Pack. So, let's go, letztes Pack. Und wir bekommen einen Non-Rare-Spieler, aber welcher wird es? Ich bin so gut. Das lassen wir jetzt skippen. Wir gebühren dir, Hernandez von Celta Vigo, die Ehre, dieses Pack-Opening würdevoll, oh, sogar Kajalabek, das ist mal... Was schönes und Nordwald, zwei Hoffenheim-Spieler in einem Pack. Ja. Was soll ich dazu sagen? Wir öffnen jetzt im Hintergrund die beiden Live-Spieler-Sets. Wir gucken mal, wenn wir da rausbekommen. Coutinho an den Verein, an den Verein. Und dann schenken die uns 115 Münzen. Mensch, sind die nett. Ja. Als nächstes mache ich ein Fragen- und Antworten-Video. Ich habe nämlich Fragen bekommen tatsächlich. Von quasi Freunden von mir, so eine Art. Brasilien, Linksverteidiger Marcelo. Und die werde ich dann beantworten im nächsten Video. Entweder bei FIFA oder bei Clash Royale. Ja, ich zeige euch nur noch die Ausbeute, wie viel wir bekommen haben. 8 auf der Transferliste. Die Teamfitness sollte, ja, die Teamfitness sollte eigentlich auf dem Verbraucherpick stehen, aber da sind es noch 7. Slimani, Mandzukic, Mascherano, Kolasinac, Dost, Rüdiger und Cahill. Puh,
lasst der zweiten Folge auch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich freuen, auch wenn es natürlich... Ich versuche das Beste aus diesen Packs zu machen. Ja. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, war es das von meiner Seite. Also ich glaube nicht mal, dass ich die alle verkaufe. Es sind ja viele englische Spieler dabei, da könnte ich mir sogar noch fast ein Team draus bauen. Ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, was auch immer. Das kommt jetzt nach meinem Gutdünken. Und dann sage ich Tschüss und bis dann.